Hey Leute, ich muss wieder zu Pokémon Online Trading Card Game. Part 10, der letzte Part, das letzte Duell mit Xerneas. Letztes Mal haben wir leider verloren, so ein knappes Game. Hätte Florelis nicht gezogen, hätten wir switchen können, seinen Yveltal töten können. Er unser Xerneas, wir sein Yveltal und wir hätten gewonnen. Aber leider hat er Florelis gezogen, konnte unser Xerneas besiegen. Damit haben wir halt leider verloren gehabt. Ja. So spielt das Spiel halt, konnten wir am Ende nichts mehr groß machen. Gut, aber heute die letzten Duelle, mal gucken, wie viel wir reinkriegen. Weil bisher ging es ja immer nur eins, weil meistens fast an 20 Minuten waren. Aber heute mal gucken, wie es diesmal aussieht, ja. Also im letzten Part, das Duell hatte ich eigentlich schon nach zwei Runden abgeschrieben gehabt, aber da hatten wir ja glücklicherweise den Platan gezogen, der das Spiel ja nochmal ein bisschen interessanter und spannender gemacht hat. So, wenn ich jetzt hier schon wieder so gucke, ja. Gefällt mir unsere Hand auch wieder überhaupt nicht. Ja, also okay, wenn wir jetzt einen Xerneas ziehen, dann okay, dann können wir da ein bisschen was draus machen. Das ist eigentlich auch okay. Wir spielen keine EX-Pokémon hier. Das Problem ist, er hat gleich 40, 60, er hat gleich schon 60 Schaden und würde uns direkt besiegen, aber nice. Wir ziehen wirklich ein Xerneas, das ist aufbauend. Ja, fertig. Die Frage ist, ob er jetzt noch eine Energie hat. Wenn nicht, dann ist gut. Oh, Glück gehabt. Okay, dann können wir jetzt hier einmal zack weiterentwickeln. Wir können das Himmelsfeld spielen. Jetzt die Frage, wollen wir da die Energie anlegen? Ja, nein, vielleicht. Ja, wir legen sie da an, um dann den Platan zu spielen. Sehr schön. Da kommst du ins Spiel. Du kommst ins Spiel. Und wir ziehen dich zurück. Ja. Denn ein volles Artillerie bringt uns mehr als ein totes. Also du kannst gleich nochmal ein End spielen und seine Hand zerstören. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir das machen sollten. Ah, okay, er holt sich jetzt erstmal Energies. Jetzt ist die Überlegung, es doch zu tun. Ja, wie gesagt, er konnte halt vorher nicht wirklich was spielen. Also vielleicht ist seine Hand echt nicht so gut. Warum schon jetzt nochmal wirklich. Oh, da kommt vielleicht. Ah, ja, und Octillerie ist besiegt. Armes Octillerie. Ah, ne, ist gar nicht besiegt. Ha, macht nur 60 Schaden. Dann geht das ja eigentlich noch, ne? Legen wir hier die Energie an und dann. Komm, packen wir den N aus. Vielleicht ziehen wir ein Fluchtseil, was ja einfach perfekt gewesen wäre. Ja, dankeschön. So, da kommst du, dann kommt das Fluchtseil. Sehr schön, dann kommt das Remoraid noch ins Spiel, damit wir mehr aufziehen können. Danke. Können wir den Hyperball spielen? Zack, zack, Himmelsfeld weg. Und holen uns Volona. Was nicht drin ist, verdammt. Okay. Holen wir uns Watzapf. Schade. Also ich hätte gerne Volona gespielt, damit das Himmelsfeld bleibt. Ist aber leider nicht drin. Daher ganz normal angreifen. 140 Schaden reicht, um ihn rauszunehmen. Wir können einen Preis ziehen. Volona vielleicht. Nein, Ressler Deo. Ja, wenn wir das Spiel gewinnen, müssten wir eigentlich auch bei 60%. Ah ne, wo wir das letzte gewonnen. Doch, dann sind wir wieder bei 60%, glaube ich. Aber, ja. Kaumalat, okay, Kaumalat, da werden wir Rassadelo spielen, ihn nach vorne zwingen, weil ein Knackrack möchte ich nicht unbedingt hier aufs Feld bekommen. Ich meine, Juwelenkraft macht halt 60 Schaden, wird uns aber im zweiten Mal auch nicht töten. Daher passt das alles so, ne? Zack. Ja, wechsel einmal bitte. Und gewonnen. Okay, nice. Aber das Duell war echt kurz. Da packen wir noch ein zweites Duell ran. Auf jeden Fall.
Das lief einfach sehr gut, sehr schön. Wobei, man könnte auch eigentlich mit so einem schönen Duell die Serie des Xeniers beenden, aber nein. Nein, wir wollen ja natürlich hier ein bisschen was bieten. Ich glaube, wir sind erst bei 5 oder 6 Minuten. Das heißt, ein zweites Duell geht auf jeden Fall noch. Da muss ich doch nochmal ausrechnen gleich, wie unsere Statistik aussieht. La 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 la. So, du hast den Münzwurf gewonnen, verloren. Wer fängt an? Dein Gegner ist am Zug. Also wir haben verloren, okay. Unsere Hand ist schlecht, weil wir nichts spielen können. Also wenn hier ein Xeniers dabei gewesen wäre. Holy shit! Geile Hand. Aber haben wir leider nicht. Fertig. So. Ja, und wir fangen mit Rokade an. Mal gucken, wenn wir Glück haben, spielt der ja ein EX-Pokémon und dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Bis er irgendwie drumherum spielen kann. Er spielt ein Fiaro. Oh mein Gott. Fiaro Quajutsu, okay. Ja, so eine Art Deck wollte ich auch spielen. Nur das eine Quajutsu ist gebannt. Also das mit der Fähigkeit, dass man Wasserenergie abwirft, das ist nicht mehr. Ja. Kann man noch das Turbo spielen. Aber ist eigentlich auch ganz cool. Aber mal gucken. Also ich hole gerade Karten für ein etwas anderes Deck. So. Ja, spiel das ruhig aus, bringt uns beiden recht wenig. So, ja, dann wechsel du mal bitte, das würde mich freuen. Wir legen hier eine Doppel-Farblos-Energie an, weil wenn ich Xerneas habe, kann New halt den gleichen Angriff ausüben und ein bisschen Schaden anrichten. Was eigentlich nicht verkehrt ist, weil kann man halt machen. Hier spielt mich der, da kommt am Fizzle, am Fizzle-Dizzle. Ja. Fiaro auch sehr stark. Ich meine, hier kann man echt fast in allen möglichen Decks spielen. Soll denn eine Wasserenergie? Nein. Wir haben auch irgendwie so rein gar nichts, ne? Also wenn wir jetzt einen Xerneas ziehen würden, wäre das extrem cool. Fluchtseil, bam, New nach vorne. Und wir können verprügeln. Da kommt ein Quaiju zu. Aber er hat, glaube ich, immer noch keine Wasserenergie. Ach, Quaiju hat auch null Rückzugskosten, ernsthaft? Das ist krass, okay. Ja, fertig. Wir können halt nichts machen. Wir können ja gleich mit Flordelis ihn. Oh mein, jetzt zieht er den Brief des Professors, ey. Okay, aber wie gesagt. Und da hat. Ah, oh, klar, natürlich zieht er direkt. Das, hat er das Turbo auch noch? Ja, da kommt es auch wieder nach vorne. Da kann er halt jetzt auch die ganze Wasser-Shuriken. Hier macht. Das macht 60 Schaden? Ernsthaft? Okay. Ja, das Duell haben wir wohl aktuell verkackt. 60 Schaden. Puh. Ja, da hat er einen Preis sogar. Ja, wir ziehen einfach nichts. Was ist das denn? Ja, geil. Jetzt kann er wieder mit 60 angreifen. Kann er hier Remoraid rausnehmen und ihn. Ah, klasse. Das letzte Duell verlieren wir einfach dadurch, dass wir einfach total scheiße ziehen. Aber er hat keine Wasserenergie auf der Hand. Okay, komm schon, Fisch. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, komm, hier spielen wir das hier aus. Er wird ja eh Fiaro nach vorne bringen, weil. Aber wir können halt erstmal ihn nach vorne spielen. Fertig. Ein bisschen auf Zeit setzen. Aber wenn er eine Wasserenergie hat, kann er ihn eh rausnehmen und ihn auch und ihn auch und kann einfach so viel rausnehmen. Ja, er wechselt ihn, ja. Er hat der Mondschlitzer, dann kann er ihn auf die Hand nehmen. Ja. Ja, das Duell ist jetzt einfach nur so. Naja, so traurig. So traurig.
Ja, okay. GG hat unser Gegner gewonnen. Wir haben einfach absolut Müll gezogen. Nichts zum Nachziehen. Nicht unser Main-Pokémon. Also gar nichts. Wir haben echt nichts gezogen. Er macht seine Fähigkeit. Zack. Ist Remoraid tot. Er kann angreifen. Rokada ist tot. Und ja. GG. Das war einfach nur wirklich traurig gezogen. Also. Einfach nur schade. So, dann macht er 80 Schaden. Ist okay. Ja, verloren. Sehr schade. Aber Deck deines Gegners, das interessiert mich mal. Hier Fiaro, Holzu, Turbo, Top, hier. Ah, interessant, okay. Ja, speichere ich mir, weil ich mir auch so ein Deck in der Art aufbauen möchte. Aber gut. Ja. Mal sehen, ob ich da irgendwas mal zusammen gebastelt kriege. Wir haben ja einige Karten davon. Aber leider, ja. Deck Management. Ja, einfach mal speichern. Wir müssen ja immer gucken, wie unsere Statistik jetzt mit unserem Xerneas Deck aussieht. Ich glaube am Ende echt gar nicht so gut. Hier, wir haben 10 Spiele gewonnen. Das müssen wir mal 100 nehmen. Und das müssen wir durch 17 nehmen. Da sind wir bei 58,8%. Also wir sind immerhin über den 50% und das war ja eigentlich mein Ziel, immer über 50% zu kommen. Daher noch ganz erfolgreich. Cool, Leute, ich hoffe, ich hatte das nächste Mal wieder einen kleinen Spoiler hier. Sherox. Sherox wird das nächste Deck sein. Ja. Spoiler, Spoiler. Gut, ich hoffe, ich hatte das nächste Mal wieder einen. Bis dahin und ciao.